So, also hier um den Turm mussten wir einmal rum. Dann war da irgendwo eine Brücke. Und hinter der Brücke dann die andere Burg. Die Sonne dürfte auch bald untergehen, das ist nicht so gut. Aber im alten Lager ein kleines Zwischenschläfchen machen hätte sich nicht so sehr angeboten. So, sind wir hier überhaupt richtig? Ja, hier sind wir ganz genau richtig. Oh, haben wir eigentlich ein paar Tränke über mit schneller Laufen? Ja, den benutzen wir nochmal. Denn wir werden jetzt eine ganze Weile laufen müssen. Also einmal hier, um zu gucken, ob Lester da ist. Und wenn er nicht da ist, zum Sumpflager. Das ist eine ganze Ecke. Wo haben wir Lester zuletzt gesehen? Also er war hier oben bei dem Platz, also vor dem Platz, wo der Fokusstein lag. Diese Plattform, die man da oben links sieht. Da müsste er irgendwo sein, wenn er denn hier ist. So, hier hoch. Diese Tränke sind echt super. Wenn wir davon noch irgendwo irgendwelche zum Verkauf sehen, sollten wir die gleich uns holen. Denn wir haben momentan ziemlich viel Erz über, in Anführungszeichen. Die beste Rüstung, die man jetzt hier im Lager bekommen kann, haben wir schon gekauft. Unsere Axt ist auch eine sehr gute. Ja, lässt das nicht hier. Und da oben wird er auch nicht sein. Schade. Gucken wir mal ganz kurz rein, ob er hier irgendwo sich versteckt hat. Nee. Na gut, ein Versuch war es wert. Dann heißt es jetzt auf zum Sumpflager. Und wir gucken mal, ob wir irgendwo eine Abkürzung nehmen können. Weil theoretisch müssten wir auch dem Flusslauf folgen können. Also das hatten wir uns schon mal überlegt, aber uns dann dagegen entschieden. Aber inzwischen sind wir ja schon ganz schön taffer Junge. Das heißt, wir springen jetzt einfach in den Fluss. Karte, was sagst du uns? Den Fluss müssen wir eigentlich nur lang schwimmen. Gucken wir mal, dass wir nicht auf irgendwelche Steine treffen. Und springen da rein. Und wir sollten schön... Ah, Tonk, das war der erste Stein. Na komm, hoch. Hoch, 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 hoch. So, und jetzt dem Flusslauf folgen. Das geht doch schön schnell. Müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht noch einen Stein treffen. So weit, so gut, aber gleich müsste ein Wasserfall kommen. Vielleicht sollten wir vorher raus. Aber die Strömung ist ganz schön stark. Oh, da ist der Wasserfall. Drück die Daumen. Uah. Und gleich noch einer. Das war ganz schön schmerzhaft. Aber gut. Es hat die Reise ziemlich abgekürzt. Wir sollten es aber trotzdem nicht nochmal versuchen. Denn wir hatten eben gerade tierisch Glück, dass da nichts passiert ist. Ein falscher Stein. Eine zu scharfe Klippe und wir wären tot gewesen. Schwerer Plattenpanzer hin oder her. Er macht das Ganze sogar eher noch unangenehmer, als irgendwie zu schützen. So, und jetzt müsste hier am Eingang eigentlich gleich Lester auf uns warten. Denn das sind die einzigen beiden Punkte, wo wir ihn immer gesehen haben. Entweder hier am Eingang, bei dem Baal, oder halt in der Festung bei seinem neuen Besitz. Hoffentlich sind die Wachen hier nicht auch verrückt geworden. Aber das ist nicht anzunehmen, denn wir haben ihnen schließlich recht viele Dienste erwiesen. Lester? Lester ist nicht da. Hm. Das ist jetzt nicht gut. Wo könnte er sonst sein? Gucken wir noch kurz auf den Tempelplatz. Wenn er da nicht ist, dann können wir halt nichts machen. Dann müssen wir erst zurück ins neue Lager, da Bericht erstatten und dann das Beste hoffen, dass wir ihn unterwegs irgendwo treffen. Das passiert nicht nochmal. Auch wenn es komisch wäre, wenn Lester hier oben
bei Kor Anga wäre. Obwohl er ja doch ziemlich viel Einfluss hat. Nö, hier ist er schon mal nicht. Schauen wir mal rein. Ob sich Kor Anga jetzt hier schon eingerichtet hat. Wir sehen eine von den Bediensteten da hinten. Aber kein Templer. Nee. Iberion? Wurde ich hierher geschafft? Sehr sympathisch. Na gut, wir haben weder Kor Anga finden können, noch Lester. Das heißt, wir machen uns auf den Weg zum neuen Lager. Was natürlich ein wenig ärgerlich ist, dass wir jetzt so viel Zeit verschwendet haben. Aber wir haben es Diego versprochen und die haben uns bisher wesentlich mehr geholfen als irgendein Lager. Also Diego, Lester, Gorn und Milton. So, dann trinken wir mal noch einen von den Tränken, weil wir jetzt eine ganze Ecke laufen müssen. Nämlich einmal den ganzen Weg zurück zum alten Lager und dann weiter durch zum neuen. Und hier rum ist falsch. Hier lang. Diego meinte auch, und Milton ebenfalls, dass sie sich schon mehrfach an den verschiedensten Orten getroffen haben. Was würde sich denn da anbieten? Sie kommen aus drei verschiedenen Lagern. Also muss es irgendein neutraler Grund sein, der nicht zu sehr von irgendwelchen Biestern belagert wird. Also höchstwahrscheinlich nicht im Orkgebiet. Und auch nicht irgendwo im Wald. Obwohl, die vier Jungs müssten eigentlich alles töten können, was ihnen in den Weg steht, oder? Aber jetzt blind irgendwo mögliche Lagerstätten zu suchen, würde viel zu lange dauern. Und wir haben ja eigentlich unsere Befehle. Von den Wassermagiern. Ja, können wir echt nichts machen. Schade, dass Diego und Milton uns keine Tipps gegeben haben, wo wir die beiden denn finden können. Aber wenn sie wüssten, wo sie sind, dann hätten sie wahrscheinlich schon selber gesagt, dass sie sich irgendwo treffen wollen. Na gut, schauen wir nochmal ganz kurz bei Milton vorbei. In der Hoffnung, dass wir ihn überzeugen können, zu den Wassermagiern mitzukommen. Das heißt, wir gehen jetzt zum Südtor und schauen, ob er noch da ist. Aber das müsste er ja eigentlich, denn er hatte gesagt, er und Diego wollen die Tore noch eine Weile im Auge behalten, falls noch irgendeiner ihrer Freunde vorbeikommt. Was auch Sinn macht. Obwohl ich denke mal, wenn Gorn mit seiner Axt da vor dem Tor steht, dann überlegen sich die Wachen das zweimal, bevor sie ihn angreifen. Und selbst wenn, könnte er einfach ein, zwei niederschlagen und dann die Fliege machen. So, hier vorne hatten wir das eine Buch gefunden. Das Rätsel wollen wir auch noch irgendwann lösen. Aber nicht jetzt. Jetzt geht es erstmal wichtigere Sachen. Versuchen, einen jungen Feuermagier davon zu überzeugen, seine Freunde quasi im Stich zu lassen und zu den Wassermagiern zu gehen. Und wenn das nicht klappt, dann einfach wieder nach Hause. Da sind ein paar Buddler, die uns hoffentlich nicht gleich angreifen werden. Denn die können uns gar nichts entgegensetzen und wir wollen nicht schon wieder Leute einfach so umbringen müssen. Nö, nee, hauen ab. Oh, lauf ruhig weg, es ist uns gleich. So, Milton, wo hast du dich versteckt? Da stehst du ja schon. So, dann gucken wir mal, ob wir ihn überzeugen können. Hallo. Jemand aus dem alten Lager ist tot und du sollst damit zu tun haben. Wir sehen uns. Also er wirft uns jetzt nur vor, dass wir Leute aus dem alten Lager umgebracht haben. Was wir aber getan haben, um ihn auch zu schützen. Aber na gut. Er will nicht mit. Er hat keine neuen Informationen für uns, was schade ist. Aber das kann man nicht ändern. Dann geht's jetzt auf zum neuen Lager. In aller Eile, dank Schnelligkeitstrank. Aber komisch, dass der Jäger aus dem alten Lager uns nicht angegriffen hat. Der hier vorne, der die Pfeile verkauft.
Weil er ist ja auch eigentlich einer der Schatten, wenn wir das richtig verstanden haben. Hey, keine Angst, Mann. Komm mal rüber. Das ist gar nicht der Jäger. Alles klar bei dir? Ich hab mich hierher verzogen. Für den Mist, den die Gardisten gerade abziehen, habe ich nichts übrig. Aber ich habe mir ein paar gute Stücke aus der Waffenkammer mitgenommen. Wenn du eine Waffe brauchst, sag mir Bescheid. Da schauen wir doch erstmal kurz unsere Axt an, wie stark die ist. 79 Schaden. Und schauen dann, was er hat. Zeig mir deine Ware. Er hat jede Menge Erz. Schicke Amulette. Ein Gardeschwert. Breitschwert. Zweihänder. Oh, ein Vollstrecker. Eine Einhandwaffe. Die sieht gar nicht mal so schlecht aus. Und einen leichten Zweihänder und eine Hüterklinge. 71 Schaden. Nee, da ist unsere Axt ein Tickchen besser. Aber wir können bei ihm ein bisschen was verkaufen. Wir haben da ja noch ein paar Waffen von den Gardisten über. Dum, dum, dum. 2000 Erz hat er. Leichte Armbrust brauchen wir auch nicht. Den Bogen behalten wir mal. So, 1000 Erz. Ja, wir haben definitiv eine Menge Erz über. Eigentlich könnten wir das gleich für den Wassermagiern spenden, um die Barriere schneller zu sprengen. Aber anscheinend haben sie ja schon genug. Sonst hätten sie uns kein Erz als Belohnung gegeben. So. Hast du uns noch was zu sagen? Du greifst uns schon mal nicht an. Das ist sehr sympathisch. Aber nö. Er hält die Klappe und will nur seine Sachen verkaufen. Was ja auch in Ordnung ist. Solange er nicht seinen Bogen zieht und auf uns schießen will, ist alles gut. Nur leider ist jetzt der Schnelligkeitstrank ausgelaufen, während wir da unser Schwätzchen gehalten haben. Aber na gut, damit werden wir leben müssen. Wir sollten nicht zu viele davon verbrauchen. Denn die scheinen ja doch relativ selten zu sein. Was ist mit dem Jäger? Der hat nie wirklich irgendwas zu uns gesagt. Und ich denke mal, wird auch jetzt nichts Großartiges zu sagen haben. Also laufen wir einfach weiter. So, wollen wir noch einen Abstecher bei Lee oder Laris machen oder gehen wir direkt zu den Wassermagiern? Eigentlich macht es nicht wirklich Sinn, mit den beiden zu sprechen. Die sind zwar den Anführern von den Banditen und von den Söldnern, aber wir bekommen unsere Befehle ja inzwischen direkt von den Wassermagiern, also der höchsten Stelle im neuen Lager. Das heißt, nee, den beiden müssen wir nichts Großartiges erzählen. Wenn wir mit ihnen sprechen müssten, würden die Wassermagier uns ja schon sagen. Den einzigen anderen, den wir noch ansprechen sollten, ist Gorn. Wenn er denn da ist. Ja, es ist echt schade, dass wir Diego den Gefallen nicht tun können. Den Gefallen nicht tun können? Ja, doch. Macht Sinn. Weil wir haben die vier ja auch schon ziemlich ins Herz geschlossen. Aber jetzt blind in der Wildnis rumzulaufen... Na, mal schauen. Wenn die Wassermagier uns gleich sagen, es gibt hier noch irgendwelche Magier, die wir für dieses Ritual holen könnten, oder es gibt irgendein Artefakt, das das Ganze noch mehr verstärken könnte, dann werden wir eh wieder losziehen müssen und es suchen. Also als noch einen letzten Gefallen für die Wassermagier. Und vielleicht finden wir dann unterwegs ja die beiden. Zumal Gorn hatten wir ja auch hier schon gesehen vor kurzem. Hat er auf uns gewartet gehabt? Na gut, werden wir gleich sehen. Gorn stand immer auf der rechten Seite, nahe der Hütte, die wir für uns freigeschlagen haben, beim Lagerfeuer. Hoffen wir einfach mal, dass er da steht, irgendein Röstfleisch isst und auf uns wartet. Auch wenn er nicht wirklich weiß, dass wir kommen, aber vielleicht wartet er auf Neuigkeiten von seinen Kumpels. So, da läuft gerade jemand weg. Und wir sehen kein Gorn. Das ist ärgerlich. Ziemlich ärgerlich. Steht er irgendwo anders rum? Ist ja alles ziemlich klein gehalten hier. Nee, kein Gorn. Es kommt mir fast so vor, als wenn die beiden sich verstecken würden.
Das heißt, wir gehen jetzt hier hoch. Naja, gut, also es kann auch hier kein Gorn. Dann gehen wir einfach weiter zu den Wassermagiern und erstatten da Bericht. Aber erstmal speichern wir ab. LP 61.